Okay, also dieses Video riskantes Manöver soll einfach an einem Beispiel, wir können uns vorstellen, dass das aus der Raumfahrt ist, die wichtigsten Formeln und Arbeitsweisen aus der Kinematik wiederholen. Das heißt, ich habe mir hier ein paar große Zahlen genutzt, die vielleicht so ein bisschen zur Raumfahrt passen. Was sehen wir hier? Wir haben ein VT-Diagramm, also ein Geschwindigkeitszeitdiagramm. Da kann ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen 0 und hier jetzt so 130 und noch ein paar mehr Sekunden die Geschwindigkeit, mit der sich der Körper bewegt, ablesen. Das heißt, ich kann zum Beispiel ablesen hier zum Zeitpunkt 20 Sekunden. Da gehe ich hier hoch, bin also an dieser Stelle. Das sind ungefähr 7500 Meter pro Sekunde, mit der sich der Körper zu diesem Zeitpunkt hier bewegt. Dafür sind diese Diagramme da und wir interessieren uns jetzt für die Strecke. Wie weit ist der Körper von der Erde entfernt? Und deswegen haben wir eine zusätzliche Information, die hat jetzt mit V und T erstmal nichts zu tun, sondern hier steht als Information, zum Zeitpunkt 0 Sekunden, da starten wir schon 400.000 Kilometer, also 400 Millionen Meter von der Erde entfernt. Das ist die erste wichtige Information. Und damit starten wir auch direkt hier ins Aufschreiben. Und zwar kurz die Schreibweise wiederholen. Wenn ich die Strecke oder irgendeine andere Größe zu einem gewissen Zeitpunkt nennen will, dann kann ich schreiben Strecke und dann Klammer auf. Und hier schreibe ich jetzt die Zeit rein. Wenn ich ganz ausführlich bin, sage ich Startzeitpunkt gleich 0 Sekunden. Also das ist jetzt nicht eine Zeit, sondern das ist die Strecke zu diesem Zeitpunkt 0 Sekunden. Also wenn die Uhr 0 Sekunden zeigt. Und da haben wir jetzt unsere Informationen drin. Das sind also schon mal 400.000 Kilometer. Jetzt bleibt unser Körper, unser Raumfahrer aber nicht in dem Punkt, sondern der bewegt sich. Wir sehen schon zu diesem Zeitpunkt, bewegt er sich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ich kann jetzt hier kürzer, anstatt nochmal das komplett rauszuschreiben, einfach nur zum Zeitpunkt T0, der wurde ja hier schon festgelegt, schreiben. Da bewegt er sich schon mit einer Geschwindigkeit. Wir können die im Diagramm nachschauen. Und zwar bewegt er sich mit 3000 Meter pro Sekunde. Auch hier immer dran denken, Meter pro Sekunde, das steht ja hier schon drin. Das sind mal die Startinformationen. Wir sehen, okay, am Anfang beschleunigt er hier, dann hält er seine Geschwindigkeit und hier am Ende wird er wieder langsamer, aber irgendwie sehr ungleichmäßig. Unser Ziel wird es sein, zu berechnen, wie weit er am Ende von der Erde entfernt ist, immer davon ausgehend, dass er sich gerade in eine Richtung bewegt. Wir wollen hier nicht irgendwelche Kurven oder was weiß ich mit reinnehmen. Geradlinige Bewegung in nur eine Richtung, diese Geschwindigkeit zeigt einfach in diese Richtung. Davon wollen wir hier ausgehen. Das heißt, wir überlegen uns, der fliegt einfach gerade von der Erde weg. Alles, was Richtung uns an Problemen mit bereiten, nehmen wir an dieser Stelle raus und können somit einfach auch über die Strecke als Entfernung zur Erde reden, ohne uns an dieser Stelle da jetzt größere Gedanken machen zu müssen. Allerdings müssen wir im Hinterkopf haben, dass Abstände und Strecken schon was sind, wo man manchmal ein bisschen genauer hinschauen muss. Okay, ab dieser Stelle wollen wir jetzt schnell loslegen und die ganze Sache hier rechnen. In den ersten Bereich, in der Zeit von 0 Sekunden bis 40 Sekunden. Da sehen wir, dass der Graph im VT, im Geschwindigkeitszeitdiagramm, gleichmäßig ansteigt. Also eine Gerade mit einer konstanten Steigung. Und das bedeutet, dass wir hier über eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung reden. Und für diese gleichmäßig beschleunigte Bewegung gibt es zwei Formeln, an die wir uns erinnern möchten. Erstmal die Definition der Beschleunigung. Das Formelzeichen für Beschleunigung war das kleine a und definiert ist Beschleunigung als Änderung der Geschwindigkeit pro Zeitspanne. Wie viel werde ich in einer gewissen Zeit schneller? Außerdem werden wir dann eben gerade die Formel für die Strecke brauchen. Das ist tatsächlich bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung von allen kinematischen Formeln, die wir haben, die komplizierteste. Ein halb mal die Beschleunigung mal die Zeitspanne der beschleunigten Bewegung ins Quadrat.
plus die Anfangsgeschwindigkeit zu dieser Bewegung wieder mit der Zeitspanne multipliziert. Und natürlich S0, die Strecke zu Beginn. Was das hier alles für eine Rolle spielt, sehen wir auch gleich in diesem Beispiel hoffentlich ganz gut. Zuerst berechnen wir die Beschleunigung für diese Bewegung, also für diese Zeit. Die ist hier überall gleich, also ob wir die Beschleunigung zum Zeitpunkt 5, 10, 20 oder 30 Sekunden berechnen, ist egal. Sie gilt für diese gesamte Zeit von 0 bis 40 Sekunden. Und wir brauchen, wie hier steht, eine Änderung der Geschwindigkeit in einer gewissen Zeitspanne. Wir erinnern uns, Änderung bedeutet immer späterer Zeitpunkt minus früherer Zeitpunkt. Das heißt, Änderung der Geschwindigkeit. Wir brauchen zwei Punkte auf dieser Gerade. Wir nehmen jetzt mal in diesem Beispiel tatsächlich den End- und den Startpunkt, aber das müssten nicht die beiden sein. Wenn es unterwegs auch Punkte gibt, die gut ablesbar sind, können wir auch die nutzen. Aber meine gehen hier alle etwas an den Karos vorbei und hier kenne ich die Werte gut, deswegen nehme ich das als End und das als Startpunkt. Also, späterer Zeitpunkt ist dieser. Die dazu gehörige Geschwindigkeit sind 12.000 Meter pro Sekunde. Und die dazu gehörende Zeit, der Zeitpunkt sind 40 Sekunden. Und davon ziehen wir die Anfangswerte ab. Der Startpunkt ist hier der erste, den wir wählen. Die Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt ist 3.000 Meter pro Sekunde. Und der Zeitpunkt ist der Zeitpunkt 0 Sekunden. Wir haben also 12.000 Meter pro Sekunde minus 3.000 Meter pro Sekunde. Das sind 9.000 Meter pro Sekunde. Und wir haben 40 Sekunden minus 0 Sekunden. Das sind 40 Sekunden. Das geben wir entsprechend ein und erhalten 225 Meter pro Sekunde hier oben geteilt durch Sekunde. Ich schreibe es nochmal so ganz deutlich auf, damit es nochmal klar wird, was ist eine Beschleunigung. Bei einer Beschleunigung handelt es sich um eine Geschwindigkeitszunahme pro Zeit. Das heißt, jede Sekunde wird dieser Körper in dieser Bewegung 225 Meter pro Sekunde schneller. Wenn er also auf seinen Tacho guckt, und eine Sekunde wartet, dann ist der Tacho nach dieser Sekunde 225 Meter pro Sekunde quasi höher. Natürlich müssen wir das nicht immer so kompliziert aufschreiben, sondern können das auch abkürzen auf 25 Meter pro Sekunde Quadrat. Damit haben wir jetzt die Beschleunigung und können jetzt tatsächlich dazu übergehen, die Strecke zu berechnen. Wir wollen wissen, zu diesem Endzeitpunkt der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, zum Zeitpunkt 40 Sekunden, wie weit ist der Körper dann von der Erde entfernt? Das bedeutet, wir nutzen diese Formel für die Strecke und interessieren uns jetzt für den Zeitpunkt t gleich 40 Sekunden. Und wir nutzen diese Formel. Es fängt an mit 1/2 mal der Beschleunigung, die haben wir gerade ausgerechnet. Mal die Zeit ins Quadrat von 0 bis 40 Sekunden, also 40 Sekunden ins Quadrat. Hinzu kommt, man könnte sagen, der Teil, der dadurch auch dazu kommt, dass sich das am Anfang schon mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt hat. Und auch wenn es überhaupt nicht beschleunigt hätte, dieser Teil hier vorne also fehlen würde. Wenn sich der Körper mit, wie man hier sieht, 3000 Meter pro Sekunde schon am Anfang bewegt hat, dann hätte der ja auch innerhalb dieser 40 Sekunden eine gewisse Strecke zurückgelegt. Und das spiegelt eben dieser Teil hier wieder. V0 ist also die Geschwindigkeit zum Start der Beschleunigung, 3000 Meter pro Sekunde, mal wieder die Zeit dieser Bewegung, so wie hier vorne, 40 Sekunden. Und am Ende kommt eben noch die Strecke hinzu, die wir bereits am Anfang gehabt haben, der Bewegung. Und das sind die 400.000 Kilometer, also 400 Millionen Meter, die hier oben als Information gegeben waren und die wir hier auch schon aufgeschrieben haben. Hier sehen wir das erste Muster. Das, was vorher schon da ist, das übernehmen wir hier mit ans Ende für das S0. Okay, wir rechnen das hier aus. Dann haben wir aus diesem ersten Teil 180.000 Meter. Wir haben aus diesem zweiten Teil 120.000 Meter. Und wir haben hier hinten die 400 Millionen Meter. Alle drei Werte zusammengerechnet, 400 Millionen, 300.000 Meter. Das ist die Entfernung zu diesem Zeitpunkt, gemessen immer vom gleichen Anfangspunkt. Wir haben hier offensichtlich in der Aufgabe die Erde quasi als Anfangspunkt, also als Ort 0 gewählt und als Entfernung dazu messen wir eben diese Strecken hier. Wir gucken wieder ins Diagramm. Gerade haben wir zu diesem Zeitpunkt hier die Strecke ausgerechnet. Wir möchten nun das nächste Stück Bewegung, den nächsten Bewegungsablauf quasi mit reinnehmen. Und das ist hier von 40 Sekunden bis 100 Sekunden. Wir können im VT-Diagramm erkennen, dass die Geschwindigkeit hier konstant ist. Egal zu welchem Zeitpunkt, zwischen 40 und 100 Sekunden, haben wir immer die Geschwindigkeit 12.000 Meter pro Sekunde. Wir reden hier also im nächsten Teil über gleichförmige Bewegungen. Überall die gleiche Geschwindigkeit, gleichförmige Bewegung. Auch hier wollen wir uns die entsprechenden Formeln dafür aufschreiben. Geschwindigkeit ist, wie viele Meter ich pro Sekunde zurücklege. Das ist hier die ganze Zeit konstant. Ich kann es direkt im Diagramm ablesen, deswegen brauche ich an dieser Stelle keine Formel dazu. Aber ihr könnt ja nochmal nachschauen, wie berechne ich denn die Geschwindigkeit und was brauche ich dafür an Informationen. Wir brauchen jetzt die Formel für die Strecke. Die findet ihr so in eurer Formelsammlung. Hier steckt also die Geschwindigkeit drin, mit der sich der Körper während dieser Zeit bewegt, die Zeit, für die er sich bewegt, und S0, die Strecke, die er zuvor schon zurückgelegt hat. Was wir jetzt machen ist, dass wir die Bewegung quasi neu anfangen lassen ab diesem Zeitpunkt. Deswegen lege ich hier so ein bisschen mein Geodreieck rein. Diese Formel, die nimmt nicht die ganze Zeit da vorne auch noch mit rein, sondern die wird jetzt so aufgestellt, als ob hier zu diesem Zeitpunkt die Bewegung erst beginnt. Alles, was davor ist, steckt in der Formel in dem S0 drin. Und ab hier läuft die Zeit quasi neu los. Wenn wir von hier nach hier uns bewegen, dauert das eben 10 Sekunden,
20, 30, 40, 50, 60. Die gesamte gleichförmige Bewegung dauert also hier 60 Sekunden. Das benutzen wir jetzt hier. Wir berechnen die Strecke zum Zeitpunkt 100 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt hier, dafür interessieren wir uns. Die Geschwindigkeit während dieser gleichförmigen Bewegung, haben wir gerade abgelesen, sind 12.000 Meter pro Sekunde. Und diese Bewegung dauert 60 Sekunden an. Und alles, was davor passiert ist, vor dieser gleichförmigen Bewegung, das packen wir hier hinten in das S0 rein. Das bedeutet, die Strecke, die direkt zuvor, nämlich bei 40 Sekunden es war, die 400 Millionen 300.000 Meter, die stehen jetzt hier als S0. Auch hier berechnen wir wieder die Schritte einzeln. Hier vorne kommen wir auf 720.000 Meter. Hinzu kommen eben noch die Strecke zu Beginn der gleichförmigen Bewegung, also 400 Millionen 300.000 Meter. Und somit sind das 401 Millionen und 20.000 Meter. Diese Strecke ist also jetzt die Strecke zu diesem Zeitpunkt. Zu Beginn waren es 400 Millionen Meter, also 400.000 Kilometer. Während der gleichmäßig beschleunigten Bewegung hat sich die Strecke vergrößert und dann weiter vergrößert während der gleichförmigen Bewegung. Und jetzt können wir das mal zwischendurch eintragen. Zusätzliche Informationen ins Diagramm. Die Strecke zu diesem Zeitpunkt 100 Sekunden, schreibe ich hier unten drunter, sind 401 Millionen und 20.000 Meter. Nur damit wir uns das merken. Und wichtig jetzt, das ist keine Information, die ich aus dem Diagramm direkt ablesen könnte, sondern das schreibe ich jetzt zusätzlich dazu. Dieser Punkt hier steht dafür, dass zum Zeitpunkt 100 Sekunden der Körper sich gerade mit der Geschwindigkeit 12.000 Meter pro Sekunde bewegt. Die zwei Sachen bitte nicht durcheinander bringen. Jetzt müssen wir aber noch den letzten Teil besprechen. Der Körper wird ab diesem Zeitpunkt 100 Sekunden immer langsamer. Wir sehen aber im Vergleich zum Anfang ganz deutlich, hier ist keine gleichmäßige Beschleunigung. Denn am Anfang ist es noch recht flach, hier wird es sehr steil. Hier haben wir also eine große negative Beschleunigung. Es wird mal wieder ein bisschen flacher und wird wieder steiler. Wir erinnern uns, wie steil es im VT-Diagramm ist. Das ist die Beschleunigung. Je steiler es nach oben geht, desto größer ist die positive Beschleunigung. Und je steiler es nach unten geht, desto größer ist diese negative Zahl, also eine negative Beschleunigung. Man könnte sagen, wenn wir hier steiles Abfallen haben, dann wird der Körper sehr schnell langsamer. Also der Tacho quasi des Fahrzeugs fällt sehr schnell. In den Punkten, wo das hier steil abwärts geht. Das hilft uns, die Bewegung zu verstehen. Aber wir brauchen einen weiteren Trick, um zu berechnen, wie groß die hier dazukommende Strecke ist. Und zwar brauchen wir hier die Überlegung, dass die Strecke gerade der Fläche im VT-Diagramm entspricht. Und das schreiben wir jetzt nochmal zusätzlich auf. Ich notiere das hier unten drunter. Also die Strecke entspricht der Fläche im VT-Diagramm. Fläche hier ein bisschen in Anführungszeichen. Wir sehen gleich auch nochmal, warum. Wenn wir in dieses Diagramm hier reinschauen, dann sehen wir, dass ein solches Karo, ich zeichne es mal ein, an dieser Kante von der Skalierung her gerade ein Unterschied von 1000 Meter pro Sekunde entspricht. Und so eine Kante hier unten, das ist nur ein Kästchen, einer zwischen den großen Schritten. Das heißt, das sind 5 Sekunden. Und somit entspricht ein solches Karo unter der Achse, unter der, ein solches Karo unter dem VT-Diagramm gerade 1000 mal 5, also 5000 Meter. Wir hätten so auch schon in den ersten beiden Bewegungen arbeiten können. Wir hätten schlichtweg alle Karos abzählen können und für jedes Karo 5000 Meter nehmen. Also die Anzahl der Karos mal 5000, um die zurückgelegte Strecke hier in Metern auszurechnen. In den ersten beiden Abschnitten haben wir das nicht gemacht, weil wir dafür Formeln haben und es damit deutlich schneller geht und man keine Fehler beim Abzählen machen kann. Aber hier im letzten Teil haben wir das nicht und da nutzen wir jetzt diese Methode. Ich starte hier damit, die Karos, die komplett unterhalb des Graphen liegen, einzuzeichnen. Okay, das sind jetzt erstmal alle Karos, die zwischen dem Graphen und der Achse liegen. Das ist das, was wir mit der Fläche im VT-Diagramm meinen. Und die vollständig darunter liegen. Natürlich müssen wir alle Bereiche hier dazwischen auch noch mit dazu zählen. Allerdings kann ich die eben nicht ganz exakt auszählen. Deswegen beginne ich mit denen, die da komplett drunter liegen. Ich zähle die mal durch und mache tatsächlich in jedes ein Kreuz, um mich da nicht zu verzählen. Das ist 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also. Diese gekreuzte Fläche hier. Das sind 30 Kästchen. Hier, und das ist ganz wichtig für diesen Schritt, haben wir uns überlegt, wie viele Metern ein Kästchen entspricht und haben uns dabei an der Skala, wie sie hier auf den Achsen markiert ist, orientiert. Ein Kästchen entspricht 5000 Meter, 30 Kästchen entsprechen also 30 mal 5000 Meter, also 150.000 Meter. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen was, und zwar diese Fläche hier. Hier können wir jetzt versuchen, möglichst gut zusammenpassende Stücke zu ganzen Kästchen zusammenzusetzen. Ich fange einfach mal oben an. Hier ist fast ein vollständiges Kästchen, nur so dieser letzte Bereich fehlt. Dazu nehme ich diesen Bereich und hier das erste noch und habe ein Kästchen. Bis hierhin zähle ich mal ein Kästchen, was ich noch mit dazu nehme. Jetzt habe ich hier und hier zusammen mindestens ein Kästchen. Sind wir bei zwei weiteren. Das hier ist wirklich fast ein vollständiges. Da könnte ich zum Beispiel diesen Teil hier noch mit dazu nehmen. Dann bin ich hier sicherlich beim dritten Kästchen. Das, was hier drüber steht und der nächste Teil bilden ebenfalls. Ich bin also hier beim vierten Kästchen. Diese beiden zusammen bis hierhin, das hier runter quasi, sind ein weiteres. Ich bin jetzt somit bei 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen, die noch weiter mit dazukommen. Das hier baut sich nochmal zu einem zusammen. Sind somit 6 Kästchen, die hier dazukommen. Einen Strich habe ich ein bisschen mit oben gemacht, da endet das sechste Kästchen. Hier ein weiteres, das ist wirklich fast ganz drin. Auch hier nehmen wir wieder das noch ein bisschen mit dazu. Das ist das siebte Kästchen. Und die beiden hier können wir noch zu einem achten Kästchen zusammensetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kästchen. Hier als gestrichelt. Hier müssen wir jetzt aber eindeutig sagen, das sind etwa 8 Kästchen, die hier dazukommen. Und auch hier rechnen wir mit dem zuvor kontrollierten Wert mal. Die etwa 8 Kästchen entsprechen also etwa 8 mal 5000 Meter, also ungefähr 40.000 Meter. Und das nehmen wir jetzt alles zusammen. Um jetzt also die Strecke ganz am Ende unseres riskanten Manövers zu berechnen, die Strecke zum Zeitpunkt t gleich 130 Sekunden. Da müssen wir eben jetzt diese letzten Werte noch mit dazu nehmen, die wir eben mit der Methode der Fläche unter dem VT-Diagramm bestimmt haben. Aber wir werden jetzt eben nur noch einen ungefähren Wert rausbekommen, weil dieser letzte Teil hier nur abgeschätzt war. Wir wissen, das sind mindestens 150.000 Meter, denn die waren hier ganz, ganz deutlich drunter. Aber die 40.000 Meter, das ist eben ein Schätzwert, der hier hinzukommt. Insgesamt kommen durch diese Fläche hier 190.000 Meter hinzu. Diese beiden Werte addiert, 190.000 Meter. Plus wiederum das, was zum Start dieser letzten Bewegung hier bereits an Strecke quasi vorhanden war. Das haben wir uns ja praktischerweise hier oben notiert. 401.020.000 Meter. Das ist unser letzter Schritt, diese beiden Zahlen nochmal zu addieren. Wir kommen also entsprechend auf 401.210.000 Meter. Oder kürzer geschrieben, 401.210 Kilometer. Wir haben jetzt also mit drei verschiedenen Schritten, der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, der gleichförmigen Bewegung und der Methode der Fläche unter dem VT-Diagramm, die insgesamt zurückgelegte Strecke und nun somit die Entfernung zum Startpunkt Erde ausgerechnet. Während wir bei 400.000 Kilometer gestartet sind, sind wir am Ende bei 401.210 Kilometern. Ich hoffe, diese Aufgabe hat euch geholfen, die wichtigsten Vorgehensweisen und Formeln der Kinematik nochmal zu wiederholen. Ihr könnt das Ganze ja auch nochmal in Ruhe durchdenken. In dem ersten Bereich, in der Zeit von 0 Sekunden bis 40 Sekunden, da sehen wir, dass der Graph im VT, im Geschwindigkeitszeitdiagramm, gleichmäßig ansteigt. Das ist also eine Gerade mit einer konstanten Steigung. Und das bedeutet, dass wir hier über eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung reden.
Und für diese gleichmäßig beschleunigte Bewegung gibt es zwei Formeln, an die wir uns erinnern möchten. Erstmal die Definition der Beschleunigung. Das Formelzeichen für Beschleunigung war das kleine a. Und definiert ist Beschleunigung als Änderung der Geschwindigkeit pro Zeitspanne. Wie viel werde ich in einer gewissen Zeit schneller? Außerdem werden wir dann eben gerade die Formel für die Strecke brauchen. Das ist tatsächlich bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung von allen kinematischen Formeln, die wir haben, die komplizierteste. 1/2 mal die Beschleunigung mal die Zeitspanne der beschleunigten Bewegung ins Quadrat plus die Anfangsgeschwindigkeit zu dieser Bewegung wieder mit der Zeitspanne multipliziert. Und natürlich S0, die Strecke zu Beginn. Was das hier alles für eine Rolle spielt, sehen wir auch gleich in diesem Beispiel hoffentlich ganz gut. Zuerst berechnen wir die Beschleunigung für diese Bewegung, also für diese Zeit. Die ist hier überall gleich, also ob wir die Beschleunigung zum Zeitpunkt 5, 10, 20 oder 30 Sekunden berechnen, ist egal, sie gilt für diese gesamte Zeit von 0 bis 40 Sekunden. Und wir brauchen, wie hier steht, eine Änderung der Geschwindigkeit in einer gewissen Zeitspanne. Wir erinnern uns, Änderung bedeutet immer späterer Zeitpunkt minus früherer Zeitpunkt. Das heißt, Änderung der Geschwindigkeit. Wir brauchen zwei Punkte auf dieser Gerade. Wir nehmen jetzt mal in diesem Beispiel tatsächlich den End- und den Startpunkt, aber das müssten nicht die beiden sein. Wenn es unterwegs auch Punkte gibt, die gut ablesbar sind, können wir auch die nutzen. Aber meine gehen hier alle etwas an den Karos vorbei und hier kenne ich die Werte gut, deswegen nehme ich das als End- und das als Startpunkt. Also, späterer Zeitpunkt ist dieser. Die dazu gehörige Geschwindigkeit sind 12.000 Meter pro Sekunde. Und die dazu gehörende Zeit, der Zeitpunkt, sind 40 Sekunden. Und davon ziehen wir die Anfangswerte ab. Der Startpunkt ist hier der erste, den wir wählen. Die Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt ist 3000 Meter pro Sekunde. Und der Zeitpunkt ist der Zeitpunkt 0 Sekunden. Wir haben also 12.000 Meter pro Sekunde minus 3.000 Meter pro Sekunde. Das sind 9.000 Meter pro Sekunde. Und wir haben 40 Sekunden minus 0 Sekunden. Das sind 40 Sekunden. Das geben wir entsprechend ein und erhalten 225 Meter pro Sekunde hier oben. Geteilt durch Sekunde. Ich schreibe es nochmal so ganz deutlich auf, damit uns nochmal klar wird, was ist eine Beschleunigung. Bei einer Beschleunigung handelt es sich um eine Geschwindigkeitszunahme pro Zeit. Das heißt, jede Sekunde wird dieser Körper in dieser Bewegung 225 Meter pro Sekunde schneller. Wenn der also auf seinen Tacho guckt und eine Sekunde wartet, dann ist der Tacho nach dieser Sekunde 225 Meter pro Sekunde quasi höher. Natürlich müssen wir das nicht immer so kompliziert aufschreiben, sondern können das auch abkürzen auf 25 Meter pro Sekunde Quadrat. Damit haben wir jetzt die Beschleunigung und können jetzt tatsächlich dazu übergehen, die Strecke zu berechnen. Wir wollen wissen, zu diesem Endzeitpunkt der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, zum Zeitpunkt 40 Sekunden, wie weit ist der Körper dann von der Erde entfernt? Das bedeutet, wir nutzen diese Formel für die Strecke und interessieren uns jetzt für den Zeitpunkt t gleich 40 Sekunden und benutzen diese Formel. Es fängt an mit 1/2 mal der Beschleunigung, die haben wir gerade ausgerechnet. Mal
die Zeit ins Quadrat von 0 bis 40 Sekunden, also 40 Sekunden ins Quadrat. Hinzu kommt, man könnte sagen, der Teil, der dadurch auch dazu kommt, dass sich das am Anfang schon mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt hat. Und auch wenn das überhaupt nicht beschleunigt hätte, dieser Teil hier vorne also fehlen würde, wenn sich der Körper mit, wie man hier sieht, 3000 Meter pro Sekunde schon am Anfang bewegt hat, dann hätte der ja auch innerhalb dieser 40 Sekunden eine gewisse Strecke zurückgelegt. Und das spiegelt eben dieser Teil hier wieder. V0 ist also die Geschwindigkeit zum Start der Beschleunigung, 3000 Meter pro Sekunde, mal wieder die Zeit dieser Bewegung, so wie hier vorne 40 Sekunden. Und am Ende kommt eben noch die Strecke hinzu, die wir bereits am Anfang gehabt haben, der Bewegung. Und das sind die 400.000 Kilometer, also 400 Millionen Meter, die hier oben als Information gegeben waren und die wir hier auch schon aufgeschrieben haben. Hier sehen wir das erste Muster. Das, was vorher schon da ist, das übernehmen wir hier mit ans Ende für das S0. Okay, wir rechnen das hier aus. Da haben wir aus diesem ersten Teil 180.000 Meter. Wir haben aus diesem zweiten Teil 120.000 Meter. Und wir haben hier hinten die 400 Millionen Meter. Alle drei Werte zusammengerechnet. 400 Millionen, 300.000 Meter. Das ist die Entfernung zu diesem Zeitpunkt, gemessen immer vom gleichen Anfangspunkt. Wir haben hier offensichtlich in der Aufgabe die Erde quasi als Anfangspunkt, also als Ort 0 gewählt, und als Entfernung dazu messen wir eben diese Strecken hier. Wir gucken wieder ins Diagramm. Gerade haben wir zu diesem Zeitpunkt hier die Strecke ausgerechnet. Wir möchten nun das nächste Stück Bewegung, den nächsten Bewegungsablauf quasi mit reinnehmen. Und das ist hier von 40 Sekunden bis 100 Sekunden. Wir können im VT-Diagramm erkennen, dass die Geschwindigkeit hier konstant ist. Egal zu welchem Zeitpunkt zwischen 40 und 100 Sekunden, haben wir immer die Geschwindigkeit 12.000 Meter pro Sekunde. Wir reden hier also im nächsten Teil über gleichförmige Bewegungen. Überall die gleiche Geschwindigkeit, gleichförmige Bewegung. Auch hier wollen wir uns die entsprechenden Formeln dafür aufschreiben. Geschwindigkeit ist, wie viele Meter ich pro Sekunde zurücklege. Das ist hier die ganze Zeit konstant. Ich kann es direkt im Diagramm ablesen, deswegen brauche ich an dieser Stelle keine Formel dazu. Aber ihr könnt ja nochmal nachschauen, wie berechne ich denn die Geschwindigkeit und was brauche ich dafür an Informationen. Wir brauchen jetzt die Formel für die Strecke. Die findet ihr so in eurer Formelsammlung. Hier steckt also die Geschwindigkeit drin, mit der sich der Körper während dieser Zeit bewegt. Die Zeit, für die er sich bewegt, und S0, die Strecke, die er zuvor schon zurückgelegt hat. Was wir jetzt machen ist, dass wir die Bewegung quasi neu anfangen lassen ab diesem Zeitpunkt. Deswegen lege ich hier so ein bisschen mein Geodreieck rein. Diese Formel,
Die nimmt nicht die ganze Zeit da vorne auch noch mit rein, sondern die wird jetzt so aufgestellt, als ob hier zu diesem Zeitpunkt die Bewegung erst beginnt. Alles, was davor ist, steckt in der Formel in dem S0 drin. Und ab hier läuft die Zeit quasi neu los. Wenn wir von hier nach hier uns bewegen, dauert das eben 10 Sekunden, 20, 30, 40, 50, 60. Die gesamte gleichförmige Bewegung dauert also hier 60 Sekunden. Das benutzen wir jetzt hier. Wir berechnen die Strecke zum Zeitpunkt 100 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt hier, dafür interessieren wir uns. Die Geschwindigkeit während dieser gleichförmigen Bewegung haben wir gerade abgelesen, sind 12.000 Meter pro Sekunde. Und diese Bewegung dauert 60 Sekunden an. Und alles, was davor passiert ist, vor dieser gleichförmigen Bewegung, das packen wir hier hinten in das S0 rein. Das bedeutet, die Strecke, die direkt zuvor, nämlich bei 40 Sekunden es war, die 400 Millionen 300.000 Meter, die stehen jetzt hier als S0. Auch hier berechnen wir wieder die Schritte einzeln. Hier vorne kommen wir auf 720 1000 Meter. Hinzu kommen eben noch die Strecke zu Beginn der gleichförmigen Bewegung, also 400 Millionen 300.000 Meter. Und somit sind das 401 Millionen und 20.000 Meter. Diese Strecke ist also jetzt die Strecke zu diesem Zeitpunkt. Zu Beginn waren es 400 Millionen Meter, also 400.000 Kilometer. Während der gleichmäßig beschleunigten Bewegung hat sich die Strecke vergrößert und dann weiter vergrößert während der gleichförmigen Bewegung. Und jetzt können wir das mal zwischendurch eintragen. Zusätzliche Informationen ins Diagramm. Die Strecke zu diesem Zeitpunkt 100 Sekunden, ich schreibe es hier unten drunter, sind 401 Millionen und 20.000 Meter. Nur damit wir uns das merken. Und wichtig jetzt, das ist keine Information, die ich aus dem Diagramm direkt ablesen könnte, sondern das schreibe ich hier jetzt zusätzlich dazu. Dieser Punkt hier steht dafür, dass zum Zeitpunkt 100 Sekunden der Körper sich gerade mit der Geschwindigkeit 12.000 Meter pro Sekunde bewegt. Die zwei Sachen bitte nicht durcheinander bringen. Jetzt müssen wir aber noch den letzten Teil besprechen. Der Körper wird ab diesem Zeitpunkt 100 Sekunden immer langsamer. Wir sehen aber im Vergleich zum Anfang ganz deutlich, hier ist keine gleichmäßige Beschleunigung. Denn am Anfang ist es noch recht flach, hier wird es sehr steil, hier haben wir also eine große negative Beschleunigung. Es wird mal wieder ein bisschen flacher und wird wieder steiler. Wir erinnern uns, wie steil es im VT-Diagramm ist. Das ist die Beschleunigung. Je steiler es nach oben geht, desto größer ist die positive Beschleunigung. Und je steiler es nach unten geht, desto größer ist diese negative Zahl, also eine negative Beschleunigung. Man könnte sagen, wenn wir hier steiles Abfallen haben, dann wird der Körper sehr schnell langsamer. Also der Tacho quasi des Fahrzeugs fällt sehr schnell in den Punkten, wo das hier steil abwärts geht. Das hilft uns,
die Bewegung zu verstehen, aber wir brauchen einen weiteren Trick, um zu berechnen, wie groß die hier dazukommende Strecke ist. Und zwar brauchen wir hier die Überlegung, dass die Strecke gerade der Fläche im VT-Diagramm entspricht. Und das schreiben wir jetzt nochmal zusätzlich auf. Ich notiere das hier unten drunter. Also die Strecke entspricht der Fläche im VT-Diagramm. Fläche hier ein bisschen in Anführungszeichen. Wir sehen gleich auch nochmal, warum. Wenn wir in dieses Diagramm hier reinschauen, dann sehen wir, dass ein solches Karo, ich zeichne es mal ein, an dieser Kante von der Skalierung her gerade einen Unterschied von 1000 Meter pro Sekunde entspricht und so eine Kante hier unten, das ist nur ein Kästchen, einer zwischen den großen Schritten, das heißt, das sind 5 Sekunden und somit entspricht ein solches Karo unter der Achse, unter der ein solches Karo unter dem VT-Diagramm gerade 1000 mal 5, also 5000 Meter. Wir hätten so auch schon in den ersten beiden Bewegungen arbeiten können. Wir hätten schlichtweg alle Karos abzählen können und für jedes Karo 5000 Meter nehmen. Also die Anzahl der Karos mal 5000, um die zurückgelegte Strecke hier in Metern auszurechnen. In den ersten beiden Abschnitten haben wir das nicht gemacht, weil wir dafür Formeln haben und es damit deutlich schneller geht und man keine Fehler beim Abzählen machen kann. Aber hier im letzten Teil haben wir das nicht und da nutzen wir jetzt diese Methode. Ich starte hier damit, die Karos, die komplett unterhalb des Graphen liegen, einzuzeichnen. Okay, das sind jetzt erstmal alle Karos, die zwischen dem Graphen und der Achse liegen. Das ist das, was wir mit der Fläche im VT-Diagramm meinen. Und die vollständig darunter liegen. Natürlich müssen wir alle Bereiche hier dazwischen auch noch mit dazu zählen. Allerdings kann ich die eben nicht ganz exakt auszählen. Deswegen beginne ich mit denen, die da komplett drunter liegen. Ich zähle die mal durch. Und mache tatsächlich in jedes ein Kreuz, um mich da nicht zu verzählen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also. Diese gekreuzte Fläche hier. Das sind 30 Kästchen. Hier, und das ist ganz wichtig für diesen Schritt, haben wir uns überlegt, wie viel Metern ein Kästchen entspricht und haben uns dabei an der Skala, wie sie hier auf den Achsen markiert ist, orientiert. Ein Kästchen entspricht 5000 Meter, 30 Kästchen entsprechen also 30 mal 5000 Meter, also 150.000 Meter. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen was, und zwar diese Fläche hier. Hier können wir jetzt versuchen, möglichst gut zusammenpassende Stücke zu ganzen Kästchen zusammenzusetzen. Ich fange einfach mal oben an. Hier ist fast ein vollständiges Kästchen, nur so dieser letzte Bereich fehlt. Dazu nehme ich diesen Bereich und hier das erste noch und habe ein Kästchen. Bis hierhin zähle ich mal ein Kästchen, was ich noch mit dazu nehme. Jetzt habe ich hier und hier zusammen mindestens ein Kästchen. Sind wir bei zwei weiteren. Das hier ist wirklich fast ein vollständiges. Da könnte ich zum Beispiel diesen Teil hier noch mit dazu nehmen. Dann bin ich hier sicherlich beim dritten Kästchen. Das, was hier drüber steht und der nächste Teil bilden ebenfalls. Ich bin also hier beim vierten Kästchen. Diese beiden zusammen bis hierhin, das hier runter quasi, sind ein weiteres. Ich bin jetzt somit bei 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen, die noch weiter mit dazu kommen. Das hier baut sich nochmal zu einem zusammen, sind somit 6 Kästchen, die hier dazu kommen. Einen Strich habe ich ein bisschen weit oben gemacht, da endet das sechste Kästchen. Hier ein weiteres, das ist wirklich fast ganz drin. Auch hier nehmen wir wieder das noch ein bisschen mit dazu. Das ist das siebte Kästchen. Und die beiden hier können wir noch zu einem achten Kästchen zusammensetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kästchen. Hier als gestrichelt. Hier müssen wir jetzt aber eindeutig sagen, das sind etwa 8 Kästchen, die hier dazu kommen. Und auch hier rechnen wir mit dem zuvor kontrollierten Wert mal. Die etwa 8 Kästchen entsprechen also etwa 8 mal 5000 Meter. Also ungefähr 40.000 Meter. Und das nehmen wir jetzt alles zusammen. Um jetzt also die Strecke ganz am Ende unseres riskanten Manövers zu berechnen, die Strecke zum Zeitpunkt t gleich 130 Sekunden. Da müssen wir eben jetzt diese letzten
Werte noch mit dazu nehmen, die wir eben mit der Methode der Fläche unter dem VT-Diagramm bestimmt haben. Aber wir werden jetzt eben nur noch einen ungefähren Wert rausbekommen, weil dieser letzte Teil hier nur abgeschätzt war. Wir wissen, das sind mindestens 150.000 Meter, denn die waren hier ganz, ganz deutlich drunter. Aber die 40.000 Meter, das ist eben ein Schätzwert, der hier hinzukommt. Insgesamt kommen durch diese Fläche hier 190.000 Meter hinzu. Diese beiden Werte addiert, 190.000 Meter. Plus wiederum das, was zum Start dieser letzten Bewegung hier bereits an Strecke quasi vorhanden war. Das haben wir uns ja praktischerweise hier oben notiert. 401.020.000 Meter. Das ist unser letzter Schritt, diese beiden Zahlen nochmal zu addieren. Wir kommen also entsprechend auf 401.210.000 Meter. Oder kürzer geschrieben 401.210 Kilometer. Wir haben jetzt also mit drei verschiedenen Schritten der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, der gleichförmigen Bewegung und der Methode der Fläche unter dem VT-Diagramm die insgesamt zurückgelegte Strecke und nun somit die Entfernung zum Startpunkt Erde ausgerechnet. Während wir bei 400.000 Kilometer gestartet sind, sind wir am Ende bei 401.210 Kilometern. Ich hoffe, diese Aufgabe hat euch geholfen, die wichtigsten Vorgehensweisen und Formeln der Kinematik nochmal zu wiederholen. Ihr könnt das Ganze ja auch nochmal in Ruhe durchdenken.